Okay, ihr seht jetzt den Bildschirm, ja? Wir kommen zum Aufgabe 2 im Kapitel 1 und es geht um die Entladung eines iPhones. Wir schauen uns erst nochmal die chemische Reaktion an. Wir haben ein Lithium-Plus-Ion und dann fließt der Strom, also wir haben E-Elektronen. Und die verbinden sich natürlich, weil das Elektron zu dem Lithium-Molekül hinüberwandert. Und dann bekommen wir ein normales, ausgeglichenes Lithium-Molekül, beziehungsweise Lithium-Ion. Das heißt, Z ist in dem Fall 1. Und wir wissen auch schon die Ladungsmenge, die in dem iPhone vorhanden sein soll, beträgt Q gleich 2675 Milliampere-Stunden. Das heißt, Milliampere-Stunden ist natürlich eine Einheit, die mir nicht so gut gefällt. Ich will Stunden in Sekunden umrechnen und das mache ich folgendermaßen. 2675 Milliampere Stunden mal 3600 Sekunden durch eine Stunde, kürze ich das weg. Und dann komme ich insgesamt auf 9630 Ampere Sekunden. Und das entspricht 9630 Coulomb. Genau. Jetzt wollen wir noch ausrechnen, welche Stoffmenge fließt denn überhaupt? Ja, wie viel Mol haben wir? Und wir wissen, ein Mol, Stoffmenge Mol, ist die Masse, die vorhanden ist, durch die Molmasse, also durch das Molgewicht. Und das ist in dem Fall durch Z mal F. Wie bin ich auf dieses Gesetz gekommen? Ich habe das Gesetz Q gleich N mal Z mal Faraday-Konstante einfach umgestellt. Da kann ich jetzt einsetzen, 9630 Coulomb durch 1 für Z mal 96.485 Coulomb pro Mol. Und dann kommen wir auf eine Menge von 0,09981 Mol. Das heißt, ja, wie rechnet man jetzt aus, wie viele Ionen das sind? Dazu, das haben wir letztes Mal auch gemacht, braucht man die Avogadro-Konstante. Da weiß man, es sind ungefähr 6 mal 10 hoch 23 Moleküle in einem Ionen in einem Mol. Die Zahl ist immer gleich und deswegen kann ich 0,09981 mal 6 hoch mal 10 hoch 23 nehmen, komme dann ungefähr auf eine Menge von 6,01 mal 10 hoch 22 Lithium-Ionen. Also diese Menge muss praktisch in der Batterie wandern, damit der Strom fließen kann.